Zurück bei Gothic Jubiläumsfolge, Folge 10. Wir haben ein bisschen was Neues erfahren. Und zwar ist jetzt hier unser guter Freund Whistler, ein Fürsprecher von uns. Fisk verkauft uns Waffen. Und ich will mal kurz gucken. Stärke 20. Das heißt, ich kann mir irgendwas kaufen. Also ich habe 170 Erz, weil Fisk verkauft auch Waffen. So. Also ich wollte gucken, was hat denn mein aktuelles Wäffchen für einen Wert. So. Schaden 13, Wert, so benötigt Stärke 7. Okay, das heißt, ich kann mir jetzt hier irgendwas anderes, was Geiles kaufen. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Und zwar kann ich ihm ja das hier verkaufen schon mal. So. Rostiges Schwert, Kurzschwert, das ist... Benötigt Stärke 9, 8, 7, 6, 5. Aber es hat immerhin Schaden 18. Was hat mein aktuelles für einen Schaden? Wahrscheinlich weniger. Alter. Wert 160. So, das ist relativ teuer. Aber macht auch ordentlich Schaden, ne? So. So. Die Frage ist, macht das den fetten Unterschied? So. Ich nehme lieber das hier. Und guck mal, was ich ihm noch so anbieten kann. So, die Axt hätte ich, die Spitzhacke hätte ich gerne behalten. Den Bogen auch. So, da will ich nichts von verkaufen. Ring der Kraft. Auch den könnte ich wahrscheinlich mal anlegen. Ich will so ein Dödel. So. Okay, dann sage ich jetzt tauschen. Und sag nochmal tauschen. Jawohl. Annehmen. So. Und jetzt kann ich nämlich endlich mal hier ein bisschen geiles Zeug machen. So. Ausrüsten ist X. Nein, ich habe den Ring geschmissen. Bin ich blöde? Meine Güte. So. Ausrüsten. Dagegen ausrüsten. So. Weil das hat einen Schaden von 13. So, und jetzt habe ich einen Schaden von 18. So. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, 5 Schaden mehr. Jetzt habe ich auch noch 5 Bonus auf Schaden. Das heißt, dem verkaufe ich jetzt erstmal das andere Schwert noch. Zeig mir deine Ware. So, weil dann brauche ich hier die Axt, die brauche ich jetzt nicht mehr. So, okay, so, handeln. Annehmen. Alles klar, das hat doch gut geklappt. So, das speichern wir auch direkt mal, weil wir sind jetzt sehr stolz auf diesen Punkt. Fantastico. So. Jetzt habe ich wahrscheinlich aber kein Geld mehr oben für eine Karte. Das ist jetzt nicht so schlimm. So. Nein, das waren eh nicht die richtigen. Ja, hier oben sitzt der Kartendude. Das ist Sly Raccoon. Ein Buddler. Ein Kessel. Ein Graham. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Ja, ja. Karte der Kolonie. Für 50. Okay, das heißt, die ist genauso teuer. Übersicht als das Lager ist mir kackegal. Ah, ich habe aber nicht so viel, was ich dem jetzt wahrscheinlich verkaufen könnte dafür. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen... Wir wissen ja jetzt... Nach Süden ist der umgekippte Turm. Und wenn das Süden ist, müsste ich ja eigentlich, wenn ich richtig liege, nach rechts weggehen, um nach Osten zu kommen. Verdammt!
Das sollte dann nämlich so richtig sein. So. Ich werde Kirgo herausfordern, nicht den anderen. When the time comes. So. Nein, das ist falsch hier. Oh, es ist ein, zwei, da hoch muss ich doch. Ja, ja, langsam wird's mit der Orientierung. So. So. Also müsste das Sektenlager, was ja ganz geil ist, weil dann kann ich eigentlich zwei Sachen, weil ich suche ja auch Melvin, zwei Sachen auf einmal machen. So, in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht dem Weg hätte folgen müssen. Habe ich nicht sogar eine Karte der Kolonie? Kurz gucken. Hier. Ach, das ist der Weg zur alten Mine. Verdammt, ja, der hilft mir jetzt gerade gar nicht. Aber das macht gar nichts. Es wäre geil, wenn er das kartografieren würde, sobald man da irgendwie in der Gegend ist. Ja, da sind ein paar viele von den Hühnchen. Mit denen möchte ich mich ungern jetzt anlegen. Auch wenn wir natürlich mal unsere krasse Stärke ausprobieren wollen. Kriege ich ja. Es ist eigentlich immer dämlich, aber was soll's. Ab und zu muss man mal dämlichen Kram machen. So. Oh, das hat den nicht gejuckt, oder was? Oh Gott, was ist denn das für ein lahmer Bogen? Trifft auf 5. Oh, scheiße, blöde Idee. Blöder Einfall. Es sind auch sofort alle vier von den scheiß Kackhühnern hinter mir her, ne? Das geht mir auf die Nüsse. Ja, nicht so schlimm. Die Frage ist, laufen wir immer noch nach Süden ins Sektenlager? Ich würde die schon gerne killen. Ja, auf dem Rückweg. Wir müssen ja zurück. Das machen wir auf dem Rückweg. Man sieht auch noch nichts am Horizont. Auch so ein bisschen schade. Warte mal. Ist das hier nicht eine Ecke, die ich kenne? Ja, na klar. Oh, wie schön. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Dann müssen wir wahrscheinlich doch einen anderen Weg wählen. Das macht uns aber gar nichts, dann wählen wir einfach einen anderen Weg. Das sind wieder die vier Hühner. Vielleicht kann ich die ja einzeln pullen. Das wäre... Ah, now we're talking! Sag das doch gleich! Okay. Haha! Komm her, du! Boah, jetzt habe ich hier Oberwasser, ey. Ja, jetzt ist es easy, meine Damen und Herren. Jetzt haben wir alles drauf, so.
Das hat sich ja voll gelohnt. Mal seinen Scheiß durchzugucken. Alles nehmen. Schulterzucken ist immer geil. So, dann wollen wir uns noch ein bisschen heilen. Gucken, wie weit uns das heilt. Dann kombinieren wir das nämlich jetzt mal so ein bisschen. Okay, das hat ein bisschen was gebracht, auf jeden Fall. Das war geil. Das hat uns einen Stufenaufstieg gebracht. Das freut mich wirklich. Weil dann können wir uns wieder irgendwas Geiles von kaufen. Wir brauchen aber auf jeden Fall auch Rüstung. So. Dann würde ich einfach behaupten, dass das hier der Weg ins alte Insektenlager ist. Das oder das? Ich gehe mal hier lang. In der Hoffnung, dass der mich in Ruhe lässt. Der sah echt fies aus, der Dude. Ah, Paco! Okay, Paco ist nicht der, den ich brauche. War ja der schweigsame Typ. Oh, what the hell? Wie soll ich denn da vorbeikommen? Spinnt ihr? Ist gerade da hinten beschäftigt. Das heißt, ich könnte hier vorbeirennen. Über diese wunderbare kleine Brücke. Wer macht denn hier die Musik für euch? Ich traue mich, weiß halt nicht, was der Dude da hinten drauf hat. Und da wir echt scheiße mit dem Bogen sind. Ja, das war irgendwie klar. Eines Tages werde ich mich hier fies verdrücken und aus Versehen schnell speichern drücken. Idiot. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal ein bisschen Power. Nein, wir kacken nicht. Und irgendwie müssen wir an genug Kohle kommen für eine Ausrüstung. Damit wir ein bisschen weniger Schaden nehmen. Und wir müssen an Kohle kommen für eine Karte. Na. Ja, wir müssen vielleicht ein paar Leute beklauen. Was aber wahrscheinlich nicht so das Cleverste ist, was man hier so tun kann. Ja, genau. Ich halte mich da lieber raus. Die fluchen hier aber echt viel, die Jungs. So, jetzt gehen wir erstmal zu Diego zurück. Wieso kann ich meinen Schleifstein? Wieso kann ich denn keinen Schleifstein benutzen? Na, das ist egal. Warum blute ich eigentlich schon wieder an den Füßen? So lange bin ich noch nicht unterwegs. Verdammt! Ja, es ist immer gut, dass du Angst vor mir hast. Das macht mir persönlich immer viel Freude. Wo ist Diego? Aha. Hey, du. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. So, jetzt. So, und Geschick machen wir auch mal plus 5.
So, kann ich Stärke plus 1 noch machen? Ich kann dir nichts bei... Ja, ist ja gut, ist ja kein Grund, mich so anzuflauen. Deine Kampfkraft, dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Yay! Mein Geschick ist besser geworden. Toll. Ja, genau. So sehe ich das auch. So. Das weisen wir jetzt erstmal zu. Oh, wir benutzen es auch gar direkt. Aber behalt's für dich. So, die habe ich schon zugewiesen. Was ist das hier eigentlich? Fleisch. Verdammt! Ja, hau ab. Ausrüsten. Verlass dich auf jemanden. Du bist verlassen. Das ist eben so. Ich höre nicht mehr, was gefahren ist. Das ist wirklich nicht mein Problem. War doch klar, dass es einen gibt. Eigentlich möchte ich das schon wieder laden, weil ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt, besser mit, im Umgang mit Bögen zu sein. Und Armbrüsten. Aber mal gucken, ob wir das wirklich speichern wollen. So, der Südausgang ist hier. Ich muss irgendwie an Kohle kommen, Freunde. Kann ich nicht irgendwie einen umhauen, der hier rumsitzt? Aber wahrscheinlich hauen die mich alle um. Euch zwei sowieso nicht, das wäre richtig dämlich. Hey, muss schon einzeln sein. Oh, jetzt wird es hier wieder dunkel und dann ist es auch hier so wirklich so mega dunkel. Das sind die zwei Dudes, auf die habe ich gar keinen Bock. So, wir gehen mal dahin zurück, wo das ganze Spiel anfängt. Ich glaube zumindest, dass das hier der Weg dafür ist. Und gucken mal, ob die Weitsicht stark genug ist, um die Sektenspinner ausfindig zu machen. Vielleicht haben wir ja auch irgendwelche Gegner noch nicht umgehauen. Das könnte man ja jetzt mal in die Wege leiten. Hier ist überhaupt keiner. Hier ist... Oh, Waldbeere. Waldbeere. Altes Schwert. Toll, ich hätte hier schon ein Schwert gefunden. Das brauchen wir ja alles nicht, aber das können wir alles verkaufen. Das können wir alles zu Geld machen. Kann ich eigentlich auch hier diese Fässer zerhauen? Nein. Okay. Wollte ich schon wissen. War ja nur eine Frage. So. Wir geben mir wahrscheinlich... Oh, Waldbeere. Und Pfeil. Oh, und eine Kiste. Ei, Karamba. Ey, warum habe ich das denn alles nicht gesehen? Alter, geil. Das freut mich ja so sehr. So. Fleischwanze zu töten ist gar nicht so einfach. Steck das scheiß Schwert mal weg. Wir bringen zwar überhaupt keine Erfahrungspunkte. Also für Erfahrungspunkte ist das jetzt hier nicht so geil. Aber das macht uns erstmal gar nichts. So. Das hat sich voll gelohnt. Kann ich eigentlich, wenn ich die... Wo geht eigentlich hier hoch? Warum... Wieso bin ich eigentlich so dämlich? Hallo, Fellas. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager.
Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Na, eigentlich gestern. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, habe ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Sie haben meine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt. Ich habe gesehen, wie Sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Alles klar. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Okay, das klingt so, als wäre das eigentlich nicht für mich geeignet. Boah, zuck nicht mit der Schulter, sondern geh auf die scheiß Leiter zu. Ach guck mal, die Fackel geht automatisch an, das wollte ich nämlich wissen. Das ist schon mal gut. So, weiter unten im Canyon. So, mal gucken. Hier sieht man gar nichts. So, aber wir haben ja eine Fackel. Mindestens eine. Wo auch immer die gerade ist. Ja, oh, wir haben sogar drei Fackeln. So. Ausrüsten. So. Dann können wir nämlich jetzt hier mal ein bisschen rumlatschen und gucken, ob hier wirklich noch irgendwas an Waffe rumliegt, das wir nicht gesehen haben. Weil wir haben ja offensichtlich hier gar nichts gesehen. Ich glaube, hier war aber nichts mehr. Und das hier ist ja die Austauschstelle. Hier wäre ganz schön... Was ist denn hier los? Warum glänze ich hier denn blau? Hi, Karamba! Okay. Verstanden. Ja, kein Trottel. Okay, hier ist also nichts mehr zu holen. Dann können wir zurückgehen. Aber das hat sich ja schon gelohnt. So. Dann können wir jetzt nochmal zurückgehen. Wir kommen nicht so richtig zu viel. Aber wir brauchen halt auch die Karte, weil ich zu blöde bin, rauszukriegen, wo hier Osten sein könnte. Wir haben hier auf jeden Fall Waffen gefunden. Das war schon mal gut. Truhe haben wir schon gelootet. Den Dude, der hat uns gar nichts zu geben. Ich könnte eigentlich das ganze alte Lager mit der Fackel abbrennen. Ne? Das ist denen gar nicht so bewusst, glaube ich. Ich könnte einfach zu irgendeiner Ecke links gehen. Das ganze Holz anzünden und die wären alle am Arsch. Egal, was soll's. So einer sind wir ja nicht. Oh, der Weg ist ganz schön lang. Und es passiert echt wenig unterwegs. Kann ich erstmal den ganzen Shit verkaufen. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Achso, wir spielen wieder auf dem Kontrollmonitor ab jetzt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Weil der Monitor ist so dunkel, man sieht halt wirklich gar nichts. Ja.
So. Hi, ich bin hier, um die Olympischen Spiele zu eröffnen. So, wie kann ich eigentlich... Gut, das lassen wir lieber. Schön. Er glaubt, er hält immer noch die Fackel in der Hand. So. Ah, jetzt hat er gedacht, dass er sie nicht mehr hält. So. Pass auf, dann zeig du mir mal your Ware. Ja, wo ist er denn? Graham. So. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? So. Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Ich weiß, ich brauche die ganze Karte. Lass ich mal eine Skizze. So, Übersicht, altes Lager. Nein, ich brauche Karte der Kolonie. So, jetzt führt kein Weg dran vorbei. So, achso, ne, das kann ich tatsächlich von hier aus machen. Das kann ich dir nicht geben, natürlich. So, was habe ich denn, was ich hier geben kann? So, was sind die denn so wert? So, eine Münze, die ist offensichtlich gar nichts wert. Doch, die ist 11 wert. So. Ey, die kostet eben 50, ihr Schweine. Der Nachttarife oder was? So. Schaden 12, Stärke 10. So, alles klar, das kannst du schon mal haben. Und... Brauche ich die Hacke? Nein, ich brauche die Hacke nicht. So. Alter Schwede. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich mir das denn leisten? Das ist alles viel zu teuer für mich. So, kann ich mir ein bisschen Bier geben? Alter, 5 Bier und ich brauche mein Bier doch. Du kannst 3 Bier kannst du haben. So, hiervon könnte ich dir was verkaufen. Das ist mir nämlich relativ wurscht. So. Y. Annehmen. So. Hervorragend. Jetzt haben wir hier die Karte gekauft. Dann würde ich auch sagen, war es das für heute. Und wir sehen uns ganz einfach in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.